Und wenn ich so auf die Preisträger zurückblicke, dann denke ich, haben wir dabei viele maßgebliche Entwicklungen und Innovationen unserer Branche damit auch gewürdigt. Und ich bin mir sicher, dass dies auch für den heutigen Preisträger zutrifft. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es um Behälterströme von 1000 pro Stunde und aufwärts geht, dann hört es auf mit intermittierenden Fördermitteln, Förderverfahren, dann brauchen wir kontinuierliche Fördermittel, also Stetigförderer. Und die werden aber heute meistens für sehr spezielle Bedürfnisse und Anwendungsfälle entworfen. Es sind zwar in der Regel schon standardisierte Elemente wie Rollenförderer, Gurtförderer, Kettenförderer, aber das Zusammenspiel, vor allem die Steuerung, die ist noch ganz anwendungsspezifisch. Es wird entwickelt, es wird programmiert, es wird verkabelt, in Betrieb genommen, bis es dann eben mal steht und läuft. Von Flexibilität im Sinne von hinstellen und arbeiten oder einmal kurzfristig umbauen, keine Spur. Und dieses Problem, diesen Mangel an Flexibilität bei herkömmlichen Stetigförderanlagen, das haben die heutigen Preisträger erkannt und eine Lösung im Sinne dieser Industrie 4.0 gefunden. Nun, das Konzept der Innovation ist scheinbar, ich betone wirklich scheinbar, denkbar einfach. Die Umsetzung, ich weiß es wirklich halt auch aus eigenen Forschungsarbeiten, hoch innovativ und intelligent. Die einzelnen Fördermodule, also Rollenförderer, Gurtförderer und so weiter, werden in dem System wie in einem Baukasten quasi per Plug&Play zusammengesteckt und miteinander verbunden. Nach Anschluss an das Stromnetz sind dann auch diese Module fast blitzartig oder sehr schnell einsatzbereit. Und ab diesem Moment wird der Materialfluss dann schon vollständig von dieser dezentralen Steuerungslogik geregelt. Und damit kann natürlich im Gegensatz zu klassischen SPS-gesteuerten Stetigförderanlagen die ganze Zeit kostenintensive Planung und Inbetriebnahme auf ein Minimum reduziert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sagte vorhin, das Konzept ist scheinbar denkbar einfach, aber die Fachleute unter Ihnen werden sicher ermessen können, welche große innovative Entwicklungen da dahinter stecken. Und die Vorteile dieses innovativen Konzeptes, denke ich, liegen auch auf der Hand. Es fängt an bei der Planung und erstreckt sich über den Aufbau bis zum Betrieb dieser Stetigförderanlage. Die Planung vereinfacht sich auf das Zusammenstellen der benötigten Standardelemente zum Gesamtsystem, quasi per Drag and Drop. Beim Auf- und Umbau einer Stetigförderanlage bringt das Konzept ebenfalls enorme Vorteile. Es besteht beispielsweise keine Notwendigkeit mehr für eine aufwendige Verkabelung. Auch Programmierung und Anpassung der Steuerung entfallen durch diese intelligente, dezentrale Steuerung nahezu vollständig. Und so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, all diese Vorteile haben die Jury in diesem Jahr von diesem höchst innovativen Konzept namens FlexConveyor überzeugt. Unsere diesjährigen Preisträger, die Firma flexlog, haben mit ihrem intelligenten Steuerungssystem zusammen mit der Gepard Group als OEM-Partner und deren breiten Spektrum an Standardbauteilen ein modulares Steuerungssystem geschaffen, welches die heutigen Anforderungen an ein System im Sinne von Industrie 4.0 hervorragend erfüllt.